Na? Ja, hey, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir einige Expertenquests gemacht und ja, mir ist langweilig, deswegen nehme ich auf. Ich habe zwar noch zwei Parts, die für diese Woche reichen, aber was soll's, haben wir ein bisschen mehr raus und so. Für den letzten Aufnahmesession von Dragon Ball Xenoverse in diesem Jahr, den 28. Dezember, haben wir gerade Parallelquests, machen wir die. Bams. Jetzt wird's ernst. Herrscherschlag, zurück zu den Toten. Okay, wir müssen Cooler dreimal besiegen. Kein Problem. Ich mach mal ein bisschen lauter. Ich höre überhaupt nichts. Ich habe ein paar Sachen geändert. Und zwar habe ich hier diese Fähigkeiten alle ausgerüstet. Ich habe mal die Kanone ausgerüstet. Ich bin Super Vegeta wegen Super Saiyan Boost und so was alles. Und ja. Wir nehmen mal Jimbo, weil den habe ich jetzt als Meister. Und ja, auf den habe ich wieder ein paar Meister hochgelevelt. Ich glaube, nur noch drei fehlen so. Hit, Gotenks und Bills. Und Majimbo. Im Moment von denen, den ich habe. Ach ja, und Cell, aber bei dem habe ich noch gar nicht angefangen, mich anzumelden sozusagen. Muss ich auch noch machen. So, und ich habe eine andere Superseele, nämlich Superseele Kuckuckknall ausgerüstet. Und ich musste ja natürlich abwerfen. Und der macht ja, fängt doch jetzt schon scheiße an. Ne, habe ich jetzt schon keine Lust. Wenn er schon so beschissen anfängt, muss er nicht weitergehen. So, nochmal. Ich habe mir einen Kuckuckknall hergestellt aus zwei Klamotten vom Bills. Und zwar gibt mir das, glaube ich, Ki, Ausdauer und Ki-Explosionsangriffe. Bonus, ja, machen wir mal Neostrahl. Ach, das ist so, shit. Nach Ausdauer kostet das geil. Und das ist Quares Maker Circle. Natürlich voll Ausdauer verballern, aber was soll's, hallo? Voll Schaden. So. Bams! Ja, ich gibt mir Ki-Explosionsangriff, mehr Ausdauer und mehr Ki. Das ist eigentlich nur so, als warum kann ich den so nicht treffen? Das ist eigentlich so, als würde ich das komplette Set vom Bild tragen, also so wie ich das verstehe. Weil die Werte haben sich dann nicht geändert. Ich habe Bilds Klamotten angezogen, während ich offscreen gezockt habe, um ja die Bonus und so zu bekommen. Ich habe viel Super Angriff und so eingesetzt für meine ganzen Offscreen Parallel Quests. Und ja, diese Kuckuckknall hat genau die gleichen Effekte, so wie ich das mitbekommen habe. Oh, du verwandelst dich so, okay. Die coole finale Form. Und ich habe den Toastball ausgerüstet, weil der gut ist, um Leute zu töten. Der tut zielsuchend hier alles töten. Das fand ich nicht schlecht. Na, wo geh noch mal auf den los, ey. Ich habe mich wegbewegt, aber der wollte nicht. Ich glaube, meine Gesundheit geht aber ein bisschen runter. Was soll's. Ja, ich habe wieder voll Ausdauer. Was ist das? Meine Angst bringt es irgendwie so auf so ein Gefühl. Ja, warum kriege ich denn so auf der Fasse hier? Wir machen aber auch nichts, ne? Ich stehe nur da. Meine Güte. Das ist genau wie in Xenoverse 1, wo am Ende die Gegner viel zu stark sind. Also ja. Oh. Wir ziehen einfach nichts ab. Ja, jetzt haut ihr ihn weg, jetzt wo ich auf ihn los will. Dann treffen wir uns euch. Ja, einfach nicht. Mein Gott. Was habe ich nichts getan? Boah, bleibst du hier verlassen? Boah.
Und was hat? Oh, pardon. Ja, sehr gut. Ja, dauernd im dreifachen Super Saiyan verwandelt, aber will ich nicht in der Aufnahme. Ich bin gebrochen als zweifacher Super Saiyan. Aber normaler. Was? Sag mal, Jimbo, nee, das war cooler. Der hat gemacht hat, oder? Alter, da sind ein bisschen viele. Na, geht weg. Koho! Ha! 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 Ja. Nein! Boah. Ich hasse es, wenn ich diesen Angriff aus Versehen mache. Dann ist da. Alter, was machen die mir so Schwierigkeiten? Oh. Gibt's doch nicht. Was ist ja das? Oh. Man kommt diese schöne Sportmusik. Das ist keine Sportmusik hier. Boom. Oh, diesen Angriff hat auch Freezer. Für den Dragon Balls habe ich mir von den Dragon Balls gewünscht. Ja, ich habe zwei Wünsche, glaube ich, geäußert. Ich weiß jetzt nicht mehr welche. Doch, ich habe einmal hier diesen Wunsch geäußert, wodurch ich irgendwie Seelen-Echo-Geräte krieg. Ich will stärker werden, hieß das, glaube ich. Habe ich so Sachen zum Mischen bekommen. Die kann man irgendwie nur durch die Wünsche bekommen. Wie bescheuert ist das denn? Ich glaube, man bekommt genug, um alle Sachen dadurch herzustellen. Ich damit bekommen habe. So, wenn das Ziel ist, in unter 5 Minuten erledigen, dann haben wir nicht geschafft. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Also ein bisschen weiß ich jetzt, wie man das kommt hat, ja. Das sind teilweise nicht so einfach abzubrechen, als das Gefühl. Ja. Das kommt Gold Freezer. Ich glaube, sogar auch bald Gold Cooler, ne? Und Gold Freezer hat nicht noch so viel AP. Ja, ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Also, Bu kriegt die ganze Zeit auf Fresse. Warum? Ah. Wieso bekommt er denn als Bomben und keinen Schaden? Das ist auch gut. Nackt, ey. Du schreist immer so, ne? Okay, Majibu ist kaputt. Muss ich was machen? Du Pisser! Ah. Mein Gott, du sollst das Ding da wegmachen. Und den anderen wieder beleben, Mann. Was wisst ihr euch? Warum dauert denn so lange? Hallo? Man kann sich doch regenerieren, Mann. Was wisst ihr euch? Ich wollte den anderen hier wieder beleben, Mann. Verpiss dich! So. Jetzt kommt her. Oh Gott, da wird. Oh gut. Aber die Dings noch eingesetzt. An den Ausweichungen. Ja, jetzt könnt ihr ruhig weggehen von mir. Ist gut. Oh. Was ist das immer? Das ist schon so oft passiert. Was ist das? Alter, ist gut. Oh. Sehr gut. Fighten jetzt schon wieder. Alter, will ich verarschen?
Weiß ja gut. Die sind schon wieder kaputt. Willst du mich verarschen? Naja, und der wieder. Ma. Den hat schon wieder gemacht. Und ja. Aber so ist hier. Genau, abwehren. Ich dachte, man muss immer die Hand ausstrecken. Zwei Don't Care. Was er hat. Komm her. So, es ist 1 gegen 3. Jetzt haben wir dort gewonnen. Komm her. Dann geh weg von mir. Aha. Komm schon, mach den fertig. Mit mir die Visage. Wollte das Fresse sagen, aber das wird auch voll so ein Puppeter. Voll in die Fresse. Oh, boah, ehrlich. So können wir ihn nicht treffen. Nee. Oh, sehr gut. Jetzt zum Abschluss den hier. Wuff, wuff, wuff. Oh. Ausgezeichnet. Jetzt noch Set, jawohl. Zurück zu den Toten. Was das einzige, was wir hier bekommen konnten. Die letzten Parts sind viel zu Freezer basiert, finde ich. So, noch eine Quest. Mal gucken, was die Super Seelen machen. Sind ja, wir kriegen jetzt fast nur noch gute Dinger. Ich habe vielleicht mal hier, so sieht das aus. Da kann man aus Pilzklamotten machen. Weniger Gesundheit, Ki, Ausdauer und Explosionsangriffe. Ich glaube, Ki gibt mir halt ein ganzes Ding, ne? So. Boah, 2. Und das ist auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Abscheuliche Saiyajin. Es hat eine, boah, da braucht man sogar noch ein Dingens. Ich weiß nicht, ob das eine ist. War schon hatten. Deswegen gehen wir jetzt zu irgendeinem Meister und machen da irgendwelche Sachen. Dorian Zabon, was mit euch? Ich geh mal zu euch. So. Machen wir bei euch das Training weiter. Den habe ich schon, Frieza hatte ich auch schon, glaube ich, ne? So, Dodoria. Sei mein Meister. Ja, endlich hat sie für den. Bin ich schon Maximum. Hey, alles in Ordnung? Hast du Angst, dass ich die Visage poliere? Nein, diesmal nicht. Da kommen langsam Muskeln. Was? Hey, hast du trainiert? Also was? Als du weg warst? Ich weiß nicht, wie die anderen mal schlappen. Selbst ich war schon ein bisschen eingeschüchtert. Es war echt gut, dass du mich, dass du mit mir trainierst. Also für mich. What? Auch für mich, okay. Weiß nicht, für einen guten alten Dodoria auszuführen, dann gibt es keine Probleme. Hey, der giftige Diener. Hey, hey, komm zurück. Mann, beruhige dich. Ich werde mich nicht an dir richten oder so. Du hast echt was drauf. Hätte ich nicht gedacht, dass du. Ich hätte nicht gedacht, dass du so stark bist. Mit mir an meiner Seite kann ich jede Mission erfüllen. Hör, entspanne. Ich lasse nicht zu, dass mein wichtigster Schüler im Einsatz getötet wird. Ja, du bist was Besonderes. Ich will nicht, dass man dich so leicht erledigt. Daher werde ich dich zum unbesiegbaren Krieger machen. Ja, ich übernehme das. Fangen wir an. Zuerst schlage ich dir auch. 100 Mal, wie klingt das? Was? Eifrige Diener, nicht giftige. Boah. Du, hey, warte, lauf nicht mal weg, wenn du mich siehst. Ich habe dich beobachtet. Schön zu sehen, wie jemand so aktiv ist. Ich wollte dir sagen, dass mir dein Stil gefällt. Hey, mit anderen Worten. Bin ich stolz auf, dass du dich als Schüler zu haben. Ich hatte noch niemanden, der so gut war wie du. Aber es ist wichtig, immer wieder was Neues zu erreichen. Eines Tages werde ich zu Lord Frieza, werde ich dich Lord Frieza vorstellen. Außerdem musst du. Mein Gott, musst du dich auch vor Zaubern beweisen. Da solltest du hart an der weiterarbeiten. Komm mir vorbei, wenn du Lust auf Training hast. Ich mache dich zum Herzen Soldat in der Frieza-Armee. Boah. Du hast geschafft, den letzten Taktik-Verschiebung wurde Zauberns Vorschlag abgelehnt und meine angenommen.
jetzt sein Gesicht sehen sollen. Der war stinksauer. Der so, das wäre ohne dich nie passiert. Vielen herzlichen Dank. Hilf mir weiterhin. Läuft mal neue Attacken und so. Kritischer Knacken. Doria war schon im ersten Teil, oder? Was hat keiner mehr? Da haben wir unwichtigen Gespräche schon mal hinter uns. Oh, was für ein blöden Angriff bekommen. Mit einem Drehknaken, den Gegner in die Luft schleudert. Aber da ist ein Shoryuken. Shoryuken! Keine Ahnung, von Autograph. Shoryuken, dich. Ja. War schon einfach so platt. Wenn die alle so, weiß ich nicht, erpicht drauf sind, mir zu trainieren, ne? Kritischer Knacken, nein. Ich hab gesagt, kritischer Knacken. Boah, was? Boah. Aha, jetzt müssen wir wieder damit treffen. Ne? Bleibt ja noch stehen. So. Ja, aber Hunger. Hab ich schon. Wie schnell ich die mal lerne. Nur es. Ja, okay, da habe ich mich auch nicht so gut angestellt, gebe ich zu. Okay. Na, noch ein Angriff, glaube ich, ne? Ne, noch vier Angriffe und ein Ding, glaube ich. Was weiß ich. Oh, sieh mal einen an. Pflanzmänner sind jetzt wohl zu leicht für dich. Dann hole ich vielleicht nächstes Mal das Genio-Sonar-Kommando her, um dich zu trainieren. Das wäre doch mal was, hm? Ich lasse dich kämpfen, bis du richtig schön stark bist. Selber muss ich da aber kein Finger rollen. Boah. Jetzt haben wir das ein echter Grrr. Ich wollte gerade das Genio-Sonar-Kommando holen, um mit dir zu trainieren, aber dieser hinterlistige Zahn war schneller und hat sich für seinen Schüler gekrallt. Was? Den mache ich platt. Und hier dein Spezialtraining selbst, du Schönling. Ha. Genau deshalb kann ich seinen Ego-Fiskus, seinen Gabe nicht ausstehen. Was soll's, dann trainiere ich dich eben selbst. Siehst du, ich bin nicht so wie Zabon, weil ich mich persönlich um meine Schüler kümmere. Ich lege mir euch auch gern selbst ins Zeug. Wozu sollte ich dann das, wollte ich dann das Genio-Kommando? Halt die Klappe. Dann sag mal ja. Du, ja, Kopfstoß. Als Nahkampfangriff, die brauche ich nicht. Die braucht doch kein Schwein. Außer du gehst auf Grundangriff, was ich ja irgendwie gemacht habe. Ich habe Schlagangriffe, Grundangriffe. Ja, genau so habe ich mir vorgestellt. Hat der so aussieht. Komm her. Dumm, dumm, dumm. Vorsicht, hier und stopp! Boah, bleib doch stehen, ey. Boah, ist ja kacke, ich soll ihn wieder damit treffen, ey. Ich habe das Ding sogar abgewehrt, Mann. Ich habe Angriffe, liebe ich, ja. Den mach ich platt, den Lord Freezer, von dem du da redest. Hm. Mach dich auch, Dodoria Sama. Oh, präzise, ja, das war definitiv präzise. Welche Anforderungen haben, wie soll ich denn ein Z bekommen? Oh, schon so schnell wie möglich. Habe ich echt wohl, wovon die Bewertung abhängig ist. Also, wie ich das sehe, macht das irgendwie gar keinen Sinn. Hey, ich wusste, du wirst dich gut machen. Wenn wir uns zusammentun, könnten wir Zabon
von seinem hohen Ross holen und in seiner Position erledigen. Dann gehört die Freezer Army uns. Also mach mal weiter so. Der erklärt irgendwie gar nichts über die Attacken. Es wird spannend. Ich habe drauf gewartet. Okay, dieses Mal hole ich wirklich das Genius-Kommando. Das wird das härteste Training deines Lebens. Wenn du dieses Training überlebst, machst du dir einen Namen. Dann könntest du dir eine Position in Freezer Army ausruhen. Bin ich doch schon. Und da ich dich gut trainiert habe, wäre ich auch für meinen guten Ruf. Ja. Dodoria Werfer. Zerstörten Namek. Was? Ist so Klischee. Ja, okay. Dann komm. Ich mache euch alle platt. Sogar das Tokusentai. Mein Gott, die stehen sogar alle da. Wenn jetzt alle eine Pose einsetzen, ne? Ein sehr breit Kiebel und sage ich. Das ist eine Ultimate. Okay. Ich schneide alle gerade so schön da. Okay, ich muss alle. Oh! Was zum Teufel? Alter, wie lange geht denn der Angriff? Voll für so Massenkämpfe geeignet. Ja, du Gullo. Ja. Also irgendwie hat das Genio-Kommando irgendwas Wichtiges jetzt gesagt, so kann ich auch. Und den hier. Ich schneide den Burschen auf. Also überhaupt nicht gepasst, aber egal. Ich hab den Typen in die Luft. Ich will mit jeder Kirk-Person am Ende treffen. So muss das dann sein. Bin ich doch schon. Oh, jetzt fünf. Au. Au, was? Der hat den Angriff schon aufgenommen, bevor ich mich hinter ihn teleportiert habe. Boah. Und jetzt den hier. Ah, gut. Was passiert so? Jetzt ziehst du auf einen Bereich oder was? Warum hat der vorher nicht gemacht? Okay. Machen wir direkt mal Zabons Training, ne? Da freut er sich. Ich sag nur irgendwas, man hört ihn so in der Ferne irgendwie so. So ein Echo einfach nur. Unglaublich. Du hast ganz schön starke. Das war's. Fertig. Dein Training ist abgeschlossen. Jetzt musst du nur noch alleine weiter trainieren. Verstanden? Also gut, ich bin weg. Wo ich hingehe? Nach dem Essen. Wohin sonst? Du sollst auch mitkommen. Ich halte dich ausnahmsweise ein. Ich will bald überprüfen. Okay. Muss nur gucken. So, teleportieren wir uns. Meine Güte. Ich glaube von Zaubern habe ich glaube ich schon einmal trainiert. Ne, ich habe doch diesen komischen Blick bekommen. Er war das, wo ich den zum ersten Mal getroffen habe. Ne, ich das erste Mal getroffen habe und seinen Blick gesehen habe, mich dahin geschmilzt. Ja, wo ist Zabon? Frag mich, was Zabon und Dodoria heißen. Japanisch oder die Namensgebung für die herkommt. Da also. Was gibt es für uns zu besprechen? Du bist mein Meister. Ah, du willst mein direkter Untergebener sein. Das nenne ich ein Engagement. Okay, bla bla bla. Genau, ich dachte, du bist nicht so wie der andere, wie die anderen nutzlosen Jamaten. Ich habe Glück, einen Schüler wie dich zu haben. Momentan habe ich natürlich einfach nur ausgezeichnetes Rohmaterial.
Es wäre eine Schande, dich in diesen Zustand zu lassen. Selbst der wertvollste Stein ist nur ein Stein, wenn er nicht geschliffen wird. Ich werde aus dir ein schönes Juwel machen, welches das Universum jemals gesehen hat. Ich freue mich darauf, dich strahlen zu sehen. Du musst ja nur eins. Ja, ja, du bist so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Was? Du bist aber noch nicht so weit. Nein, du kannst noch schöner werden. Du wirst meine Erwartungen übertreffen. Entschuldige, ich sollte mich vor meinen Schülern besser im Griff haben. Dodoria darf mich nicht so sehen. Nein, dieser Banause darf mich nicht in diesem Zustand sehen. Dein Kampf ist wahrhaft elegant, so elegant, dass ich mich nur vom Zuschauen total dafür begeistert habe. Aber ich denke, dass du noch größer zeichnen kannst. Du musst deine Feinde so attraktiv bekämpfen, wie du es beim Training machst. Ja, das ist der perfekte Stil, hinter dem ich her bin. Und bei dir habe ich das Fundament, auf dem ich ihn aufbauen kann. Trainiere weiter. Du hast deine Fähigkeiten merklich raffiniert. Ich bin geblendet von deinen Strahlen. Ich hätte nie gedacht, dass mich mal so ein fantastischer Schüler haben darf. Allerdings, was ich gesehen habe, sagt mir, dass wir immer noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Ich habe mehrere Krieger gesehen, die Lord Freezer ihre Dienste schwören, aber du bist der Erste mit solcher Macht. Unglaublich, wirklich wunderbar. Ich werde dir weiterhelfen, deine Fähigkeiten zu raffinieren und perfektionieren, bis ihre wahre Schönheit glänzt. Na komm, es gibt keinen Grund zum Zögern. Du bist mein Musterschüler. Entspann dich und überlass mir die Details. Eines Tages wirst du mit dem fantastischen, großartigsten Kampf sein, den dieses Universum je gesehen hat. Okay, ich habe nur noch Top 2 der Freezer Force. Okay, Hintergrundgeschichte kennen wir. Wuff. Prachtschuss. Schon wieder Kino-Kommando. Oh, ich werde knapp von der Zeit her. 3 Minuten. Ja. 3 Minuten. Ah, Dragon Ball Abridged. Was sie mit einigen Charakteren gemacht haben. Okay. Soll ich nur dich besiegen? Pracht. Boah, wie soll ich denn so jemanden treffen? Was zum Teufel, so treffe ich doch niemanden. Hat er gesagt, ich bin auch mal gucken. Wie soll ich denn so jemanden treffen? Oh, sehr gut. Hat er die Genio-Force gemacht? Wir hatten gerade Pause oder was? Wollt mitmachen? Wie war das? Oh. 1 Minute, gut. Wir haben den Schuss gelernt. Maximum over. Ich kann den Typen nicht mehr ernst nehmen. Ich fasse nicht, du bist stärker, als ich mir vorgestellt habe. Das ist großartig. Ich freue weiter an deiner Fähigkeit und ich werde stärker. Und werde stärker. Je stärker du bist, desto höher wird deine Position sein, wenn ich dich in unsere Streitkräfte aufnehme. Ich sollte Dodoria wissen lassen, dass es für ihn bald endgültig damit vorbei ist, meine Position zu teilen. Ich warte Großes von ihr. Ja, der Angriff, den du mir beigebracht hast, hat mir übrigens nichts gebracht irgendwie. Ich kann damit nichts treffen. Blutiger Konter. Das war jetzt keine Absicht. Dieses war jetzt Zufall. Ja, wenn wir die beiden, glaube ich, abgeschlossen haben, haben wir die ersten 2 oder 3 Reihen schon mal abgeschlossen bei den Meister. So. Ja, doch, du kannst die auch einsetzen, meine schnell kommen. Okay. Ah, die lange habe ich schon mal gesehen. Hallo, Doria, Meister. Ich habe gerade mit dir trainiert, weißt du noch? Dich, Finisher. Das war jetzt Rekordzeit. Er ist nicht Z, ist ne? Alter. Wie funktioniert das Ranking hier? Bei dem Palik, was ich verstehe nicht. Voll der Scheiß. Ja, tolle Fähigkeit, aber ich habe nicht die Beine dafür, so wie Zabon. Gut gemacht, wir haben nicht mit voller Kraft gekommen, aber ich bin mal, dass du so lange gegen uns ausgehalten hast. Wir stehen in der Tat die Ehrenposition zu, sobald du offiziell in unsere Armee kommst. Bin wirklich weiter so wie bisher, von dir erwarte ich nur Spitzenleistungen. Darauf warte ich schon so lange, stelle es dir als eine Zusammenfassung deines bisherigen Trainings vor.
Wenn du diese Prüfung bestehst, bist du wirklich ein gewaltiger Gegner. Ich mache den Captain der Genio-Sonne-Kommando als besonderen Gast eingeladen. Das Genio-Sonne-Kommando redet seit unserer Training-Session über dich. Ich hatte vor, dich als Abschlusssektion in den Kampfkunst in ein Duell zu kämpfen, aber es kommt nie so, wie man denkt. Es ist eine Ehre für dich, nimm es verdammt nochmal ernst. So, und ich lerne eleganter Blaster. Ein gleicher finale Kampf wie in Dingens, glaube ich. Gegen Dodoria. Also deine Ultimate ist ein bisschen besser. Hoffentlich. Mal sehen. Mal schauen. Keine Ahnung. Lektion 3. Ja, genau das. Solange du unsichtbar bist, wenn du wieder sichtbar wirst, weißt du, was? Warte mal, das Ding ist nicht hierbei. So, ich teleportiere mich, das ist ja gar nicht mal schlecht. Mein Gott, haut ja weniger aus als Kampf mit Dodoria. Aber ja, Duell. Rückkuchen. Oh, nein. Oh, gut. Und cool, das ist jetzt darüber. Das tut mir leid. Hier stirbt in deinem Haber. Gott verdammt. Dreck. So. Ja, das kenne ich. Bitte was? Mach da nochmal, ich muss den Gegner haben treffen, ne? Kann ich auch. Und zack. Ma. Oh, jetzt bist du dran. Nein, ich muss ihn noch mal treffen. Wo ist er das? Lass dich verdammt noch mal treffen. Ey, da dachte ich, es wird nicht wahr sein. Komm her. Komm her. Klingt wie so ein Pädophil, wenn ich dazu sage. So, bleib stehen. Sehr gut. Er hat gesagt, Darling. Dann schaffe ich natürlich mit Z. Was ist das? Gut, weiter. Ne, nicht weiter. Part beenden. 33 Minuten, das ist viel zu lang, Mann. Guck ich erstmal, ob die eine Parallelquest neu ist oder nicht. Na, gucken wir mal, wie es weitergeht. Großartig, du hast dich gut geschlagen, so weit zu kommen. Du hast deinen Lehrer stolz gemacht. Über so viel, was ich dir beibringen will. Es besteht aber keine Eile, denn wir werden nebeneinander auf dem gleichen Schiff arbeiten. Wir werden unsere Fähigkeiten gemeinsam perfektionieren und die Friesamer von innen heraus verschönern. Ich warte groß von dir. Okay, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play. Dragonbox Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Und sage, darf ich mich dazu setzen? Wartet. Da. Ja. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.